beweise, dass in jedem beliebigen, nicht zerfallenen Dreieck, dessen Seiten eine Länge von klein a, klein b und klein c haben und dessen gegenüberliegende Winkel jeweils groß A, groß B und groß C messen, gilt diese Formel. In einem Dreieck ist ein Verhältnis zwischen den Winkeln und den Längen der gegenüberliegenden Seiten gesichert durch die Sinusregel. Wir wissen auch, dass diese drei Brüche gleich sind zum Durchmesser des Umkreises, das heißt zum doppelten Wert vom Radius, also so. Aus dieser Gleichheit klein a auf Sin groß a gleich 2r schließen wir, dass klein a 2r mal Sin groß a ist. Und aus dieser Gleichheit schließen wir, dass klein b 2r mal Sin groß b ist, also so. Und somit können wir in diesem Bruch klein a durch dieses Produkt ersetzen und klein b durch dieses Produkt ersetzen. Somit wird dieser Ausgangsbruch gleich zu diesem. Diesen zweiten Bruch können wir durch 2r kürzen. Im Zähler sehen wir Sin minus Sin und durch die entsprechende Formel von Simpson ergibt das 2 cos Sin und im Nenner sehen wir Sin plus Sin. Durch die entsprechende Formel von Simpson ergibt das 2 Sin cos, also so. Diesen Bruch können wir hier noch durch 2 kürzen. Hier sehen wir Sinus von a minus b halbe geteilt durch Cosinus von a minus b halbe, das macht Tangens von a minus b halbe. Und hier im Nenner sehen wir Sinus von a plus b halbe geteilt durch Cosinus von a plus b halbe und das macht Tangens von a plus b halbe. Somit haben wir bewiesen, dass dieser Bruch gleich ist zu dem. Und es ist genau das, was zu beweisen war.